Servus, lieber Kelly, zusammen herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pflanzen vs. Zombies. Wir sind hier immer noch in der Neon-Mixtape-Tour, haben im letzten Part ziemlich knappe Rennen veranstaltet, was den Level-Sieg angeht. Also, es war schon knackig, lohnt sich reinzusehen, war schon sehr interessant. Wir haben das Eigentümieren erhalten, was unsere Gegner an den Anfang des Levels wieder zurück teleportiert, und haben die fette Beete und alles erhalten, beziehungsweise, die fette Beete hatten wir vorher, laue Sellerie, der auch ziemlich leistungsstark ist, aber doch sehr, problematisch sein kann, wenn zu viele Gegner auf einmal an einer Stelle sind, beziehungsweise verteilt. So, wir sind bei Level 11 stehen geblieben. Bevor wir anfangen, denkt dran, ich bin euer Kadia Supreme. Wenn euch der Part gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen Kommentar. Oder abonniert den Kanal, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, da gibt es noch andere Bullshit. Also, so scheiße wie ich hier spiele, spiele ich auch woanders. Mal die anderen Spiele, von daher, genießt es einfach. Dementsprechend würde ich sagen, wir fackeln nicht lange. Wir machen weiter mit unserer fetten Happy Dance Tour und starten mit Level 11 durch. So. Wir hatten einiges an Zombies letztes Mal, die uns ganz schön auf den Sack gegangen sind. Und jetzt wird's noch interessant, weil wir haben nämlich auch diesen Rapper-Zombie. Okay, und wir kriegen die Pflanzen vorgegeben. Das ist sehr schlecht in diesem Level. So, da bin ich mal gespannt. Dieser Rapper-Zombie, der ist natürlich ein Problem. Der kann nämlich für diejenigen, wo es noch nicht gesehen haben. Ja, super, da lebt schon die Mucke. Der hat nämlich die Eigenart, dass wenn nämlich seine Musik läuft, dass er nämlich anfängt am Rad zu drehen mit seinem, mit seinem Kabel, und dann macht er wirklich alles in einem Umkreis platt, und das ist richtig gefährlich, ey. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir am besten strategisch gegen den fahren können, außer eventuell mit dem Eigentümian oder mit den mit der Kischbombe jetzt in dem Fall. Aber ansonsten schwierig. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Sonne, bitteschön. Dankeschön. Dann können wir nämlich gleich mal die Triplinatoren hier hinsetzen. Die werden wir schön verteilt setzen. Wieder mal in zwei Reihen nur. So, okay, perfekt. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Der kann hier schon mal das bisschen Arbeit hier übernehmen. Die zwei sterben sowieso jetzt ohne Probleme. Okay. Und wir haben noch unsere Stinkblüte. Die kann im Notfall auch noch sehr hilfreich sein. So, wenn es die Gegner, ans verlangsamende Gegner geht. So, dann setzen wir hier nochmal ein bisschen mehr. Da vielleicht noch ein paar Sonnenblumen hin. Damit wir hier noch ein bisschen mehr generieren können. Wenn wir schon den Platz nicht nutzen. Und da kommt der allmächtige Eimer-Zombie. Na, wunderbar. Wir arbeiten heute viel mit Kartoffelminen, stelle ich gerade fest. Geil. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Okay. Ja, wobei, die Kartoffelmine ist auch nicht zu unterschätzen. Die ist auch gut. So, du dahin. Okay, die Kirschbombe behalten wir uns mal vor, falls was ist. Läuft ja schon mal recht angenehm. Und der ist down. Perfekto. So, wunderbar. Was kommt jetzt? Okay, da kommt das Happy Hip-Hop Ringbogen Zombie. Der gefällt mir gar nicht. Da werden wir gleich mal ein bisschen mal reinfeuern. Weil die gehen mir nämlich ganz schön auf die Klötze. So. Ah, sehr schön. Jetzt kommen die Rapper-Zombie. Ah, das ist schlecht. Ja, die müssen wir aber loswerden irgendwie. Wir dürfen es nicht erlauben, dass die zu nah rankommen. Ah, sehr schön. Schon mal abgewehrt. Das ist gut. So. Kommst da hin. Das dürfte den Eimer-Zombie aufhalten. Und die schnatzt mir mal so weg. Du kommst mir zu nah ans Gefecht. Ah, sehr schön. Geil. Ich liebe das, wenn die einfach so sprengt, ey. Ich find's geil. Wenn die im richtigen Moment kommt, ey. Ist schön. So, wunderbar. So, der verreckt jetzt, das ist gut, der ist gestorben, das ist schön. Also zweimal gestorben in seinem Nachtod. Auch nicht schlecht. So, die setzen wir mal wieder zurück. Ich bin mal gespannt, wie lange der Eigentümian braucht, um wieder zurückzufahren. So, jawohl, sowas liebe ich. Okay, der braucht doch ein bisschen. Aber gut, es ist ja auch zu erwarten, es wäre jetzt übermächtig, wenn man die alle mit einsetzen könnte. Okay, sehr schön. So, der arme Zombie da unten, der wird auch gleich krepieren, denke ich mal. Jawohl, perfekt. Und wir haben das Level überstanden.
War mal ein angenehmes Level gegen zu denen davor, wo es ja richtig böse Sache ging. Also da war, boah, da ging wirklich der Punk ab, ohne Gnade. Also da haben die wirklich angefangen, uns richtig zu zerfräsen. Das hat ja gar keinen Spaß mehr gemacht, im Großen und Ganzen. Aber gut, wir haben es trotzdem überlebt. So, besteht für Abenteuerlevel schon mal eine der Herausforderungen hinter uns gebracht. Sammel Sam-Päckchen. Also gut, zumindest ein Missionsabschnitt hinter uns gebracht. Die Mission selbst ist noch nicht geschlossen. Und wir haben die nächste Runde. Ich denke mal nach dieser kleinen Werbung. Oh, jetzt arbeiten die in der Werbung noch mit diesen Katzen-Memes, ey. Das ist schon böse. Alter, geil, Heavy-Metal-Gargantua. Ja, geil, Alter, schön. Ein Punk-Zombie in Mini-Format, okay. Wir haben den Rapper-Zombie, also wir haben die geballte Macht jetzt. Okay, sehr schön. Okay, das wird jetzt richtig heftig, da jetzt dagegen anzutreten, weil ich glaube, diese Gargantua ist zwar ein stinknormaler Gargantua, nur mit längeren Haaren und mit der... geil, Gita Hero. Ich nenne unser Gita Hero Gargantua, geil. Der hier macht mir Sorgen. Also der macht mir wirklich Sorgen im Großen und Ganzen. Der nervt mich total und die Alte, die geht mir auch ganz schön viel Klötzer. So, wichtig ist, wir brauchen den Magnetpilz und ich würde jetzt ganz gerne mal die Doppelsonnenblumen wieder mitnehmen. Wir nehmen die Kirschbombe mit, die hilft immer mal. So, was haben wir noch Schönes? Irgendwas, um richtig reinzufleischen. Das muss richtig wehtun. Ja, das ist nicht einfach. Wir nehmen die fette Beete mit. Die alle paar Sekunden Schaden raushaut. Die ist saugeil. Dann der Endurian. Falls mal zu nahe kommen im Notfall, weil der kann auch Schaden austeilen. Und... boah, schwierig. Gumbert. So. Gumbert nehmen wir auch mit. Alles klar, Alter. Und ich habe mich gerade ein bisschen verschätzt. Wir haben keinerlei Waffen für den Anfang, wo wir richtig Gas geben können. Okay, alles klar. Das heißt, wir können uns nur mit fetten Beten verteidigen. Scheiße. Habe ich mich wieder verkalkuliert. Es wird Zeit, dass wir noch einen Samenplatz kriegen. Ohne Witz, ey. So. Der guckt auch schon so grimmig, Alter. Gott himself, ey. Die rechte und die linke Hand, das packt Schuss, Alter. Der Matschkürbis. Geil. Da hat Pulepropper dem gelernt. So, perfekt. So, dann können wir da die erste Doppelsonnenblume setzen. Und da kommt natürlich schon das erste Problem, was wir haben. Und tschüss. Hab ich schon gesagt, dass ich den Matschkürbis einfach geil finde? So, du kommst da hin. Dann setzen wir jetzt mal versetzt. So die Frage, wie die fetten Rüben. So. Obwohl, das ist eigentlich auch eine gute Idee, wenn man sowas macht. Muss ich mir jetzt gerade mal Gedanken machen. Ich hab das sogar was im Kopf, wie das gehen könnte. Geil. So, perfekt. Okay, das ist wiederum nicht perfekt. Und genau deswegen. Die fräsen einfach alles kaputt, die Arschlöcher. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. So, das ist nämlich das krasse Gegenstück zu den fetten Rüben. Bam! Jawoll! So. Sieht schon mal gut aus. Das gibt einen Triple Kill. Und zack. Perfekt. Ich brauche ein bisschen Sonnenbrühe. Ich denke mal, die kleinen Kampfzwerge, die sind nicht so das Problem. Aber die anderen werden das Problem werden. So, das hat die fette Rübe wunderbar gemeistert. Sehr schön. Lieber mal den hier. Jawohl, perfekt. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Okay, die hauen schon mal alles raus. Das ist nice. So, jetzt hier noch eine fette Rübe. Und der Gargantua ist auf dem Vormarsch. Na, geil. Ja, super. Mit Bekleidung von so einer Ollen, ey. Das gibt's doch nicht. Jawoll. So, perfekto. Wenn es nicht ganz so läuft, wie ich mir es eigentlich erhofft habe. Geil! Es ist die Musik des Gargantuas. Das finde ich immer nice. Auch nicht schlecht. Voll das Gitar-Solo hier, ey. Auch nicht schlecht. Schön.
Geil. Okay. Als ob der Rockstar gerade persönlich auf die Bühne geht, ey. 1A, 1A. Aber egal. Wir haben das zwar mit Dummheit von mir zwar gerade so geschafft, aber es war anstrengend. Also es hat schon ein bisschen, naja, anstrengend kann man jetzt nicht sagen. Es war nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit den fetten Rüben muss ich Acht geben. Man darf die nicht zu nah nebeneinander stellen. Man muss einen gewissen Abstand haben, dass sie flächendeckend übergreifen. Also so ist das Beste, wie man das mit den fetten Rüben machen kann. Alles klar. So, damit hätten wir dieses Level auch schon hinter uns gebracht. Wir haben für den Sporenpilz und für den Knoblauch natürlich Pflanzen, die mit einem Stabwasser halten. Ja, sehr schön. Und wir haben natürlich, jetzt habe ich den Faden verloren, die blöde Werbung. Ja gut, alles Pflanzen, wo wir nicht erhalten haben. Bis jetzt haben wir jetzt Samenpäckchen erhalten, aber gut. Brauchen wir eh momentan nicht, weil wir haben sie ja nicht. So, plan deine Verteidigung und besiege die Zombies. Okay, was haben wir denn jetzt? Ach, shit. Wir haben nur 2000 Sonnen, oder was? Okay, wir brauchen auf alle Fälle Magnetpilz. Das ist sehr wichtig. So, dann, sollten wir Blitzschlief mitnehmen? Wir nehmen mal einen Blitzschlief mit, genau. Gumbet brauchen wir dann nicht. Jetzt ist nur die Frage. Wie am besten? Eigentümieren bringt ja auch nicht so viel, wenn wir nicht gerade 100 haben. Wir nehmen es aber mal mit, falls was übrig bleibt. So, Lauersellerie. Die Unendnuss. Und die fette Beete. Und was wir noch nehmen könnten, wir nehmen es mal Performer einfach mal mit, das ist unser Gumbert. Ob wir ihn brauchen, ist die andere Geschichte. So, Plan und deine Verteidigung. Okay. Setzen wir hier schon mal zwei Magnetpilze hin. 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Dahin, die dahin, die dahin. Unendnuss, 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 Unendnuss. Und den Lauersellerie hier hin. Das stelle ich mir jetzt gerade als eine ziemlich gute Verteidigung vor, auch wenn es nicht so schön aussieht. Und wir haben noch 100 für den Eigentümern, falls noch was ist. Probieren wir es einfach mal. Mal schauen, was passiert. Kann ich mehr wie daneben gehen gerade. Blitzschlief brauche ich auf alle Fälle. So! Dann schauen wir mal dem ganzen Treiben mal gebannt mal zu, ne? Gibt's da gleich mal auf die Fressleiste hier, das wird gut. So. Was wir natürlich gleich direkt machen können, ist das hier. Genau deswegen wollte ich die Unendnuss haben. So, perfekt. Ja, da unten ist sie durchgerannt, die Alte. Schade. Und ich habe schon gemerkt, es hat eben nichts gebracht mit dem Ding, gell? Verdammt. Okay, okay, wir haben zwei Wellen zu überstehen. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Und ich glaube, unsere Sellerie sind schon weg vom Fenster. Schlecht. Aber wieso arbeiten unsere Magnetpilze nicht richtig? Okay, Leute, das habe ich in den Sand gesetzt. Okay, das machen wir nochmal. Da muss ich mich ein bisschen anders jetzt strukturieren. Das Blöde ist, dass diese Happy Hip Hop Regenbogen Zombies, diese dämischen Tussen, die fahren natürlich alles platt mit ihrem Regenbogen. Das ist nicht so schön. Blitzschlief war eine gute Idee. Das Thymian lassen wir drin, den Lauchsellerie auch. Die Unendnuss lassen wir noch einmal drin für den Schutz. Wir nehmen die fette Rübe raus, den Gumbert. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie an Land gewinnen. Was ist billig und effektiv?
was man auch nehmen kann. Stachelkraut, genau. So, und wir nehmen unsere Cornerpult mit. Wir fangen jetzt erstmal vorne an. Setzen eine dahin. Eine und Endnuss dahin. So. Jetzt machen wir dasselbe Spiel wie eben. Nur ein bisschen umgekehrt. Also nicht umgekehrt, sondern ein bisschen anders der gestaltet jetzt. Wir brauchen ein bisschen mehr Feuerpause vorne dran. Also ein bisschen mehr Feuer. So. 2, 3, 4, 5. Da sinnvoll ist, einen Lauchsellerie hinzusetzen? Hm. Ich glaube, theoretisch könnten wir die sogar weglassen. Ich will nämlich jetzt wissen, ob wir das auch so hinkriegen können. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Lass den Kampf beginnen, Brüder! Ah, geil, direkt die Bude in die Fratz von der Happy Hippo-Tante, Alter. Geil! Ha. So, wunderbar. Das Problem ist, die dürfen nicht unsere Linie von der Walnuss zerschlagen. Das ist das Schlimme. Und die Eimer-Zombies sind natürlich auch ein Riesenproblem. So, da helfen wir jetzt noch ein bisschen nach. Sehr schön. So, die Front ist abgedeckt. Nice. Ja, das Problem ist, es hält aber nicht ewig, gell? So, und ihr mal alle wieder zurück. Damit ihr mal schön immer mal wieder in die Dings tretet, die Stachelkräuter. Ja, es bleibt spannend. Okay, da sind sie durch. Boah, Leute! Ja, na super. Das ist ein bisschen viel an Eimer-Zombies, was wir da haben. Aber ich glaube, ich habe da eine gute Idee. Das war eben auch nicht gerade verkehrt. Okay, das ist schwer. Das ist jetzt so ein Level, wo es wirklich schwer wird, weil wir nicht so viele Ressourcen haben. Vielleicht lassen wir auch mal den Blitzschlief einfach mal weg. Probieren wir mal das, ob das funktioniert. Weil wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen an Magnetpilzen jetzt. Okay, wir lassen den mal weg. Den Thymian lassen wir drin, den Blitzschlief lassen wir mal weg. So, wie kann man da jetzt am gezieltesten am besten rangehen? Ich nehme das Drachenmäulchen mal mit, für den Fall der Fälle. Ja, das Blöde ist, das Vergrößerungsgras würde ich ja gerne nehmen, kann ich aber nicht. Weil, das kostet Sonnen, so viel Sonnen habe ich nicht. Okay. Wir bleiben bei billig ist gut. Okay. Wir könnten auch die Walnuss weglassen, theoretisch. Du dahin, du dahin, du dahin. Du dahin, du dahin. So, du einmal hier, du einmal hier, du einmal hier, du einmal hier und du einmal hier. So. Das sieht doch schon mal recht angenehm aus. So. Und einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Da und da und da und da. Jetzt haben wir noch 75 übrig. Wir brauchen auf jeden Fall 100 für den Thymian. So. Boah. Das ist schon hart, Alter. Das ist schon mies. Das ist hammerhart mies, ey. Okay, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass am Anfang diese dämischen Happy Hip Hop Regenbogen-Zombies da kommen, wäre es ja eigentlich ganz in Ordnung, ne?
Aber die rennen ja auch durch. Okay, wir warten jetzt erstmal ab. Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Und ich werde jetzt hauptsächlich die Spezialnutzen von unseren... Magnetpilzen. Das Schöne ist, die halten die alte ja schön auf. Und das ist das Gute daran. So, jawohl, schon mal zwei einmal weniger. So. Sehr schön, die ist down. Na, da frisst die durch. Das ist nicht gut. Die alte, die ist nervig. Die ist schlimm, ist die. So, da oben ist schon mal der erste gefallen. Ja, aber das läuft doch schon mal recht angenehm. Okay, das sieht schon mal gut aus. Zumindest für den Anfang. So. So, einmal Zombies und Dings, jawoll! Böse, 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 böse. Es darf jetzt keiner von den Magneten mehr fallen. Okay, da unten kommt der durch. Das ist schlecht. Jetzt hätte ich natürlich einen Eigentümer gebraucht, ne? Obwohl, ich bin gerade was im Überlegen, Leute. Okay, der Rebell-Zombie ist am Start. Nicht gut. Alter, auch nur so viele, ey. Was brauche ich am Arsch? Ja, genau, ey. Geil. Ja, bis jetzt läuft es aber noch. Wir könnten höchstens... Ne, wir haben kein Glück. Nein, wir haben kein Glück, Leute, leider. Okay, das ist ein richtiger Abfuck gerade. Ich versuche gerade zu überlegen, wie wir da am besten strategisch fahren können, weil es ist nicht viel. Es ist einfach nicht viel und es tut auch weh. Das sind ja so Denksportaufgaben, die mag ich ja eigentlich, aber... Das Einzige, was wir jetzt noch testen können... Und wenn das funktioniert, Leute, dann schwöre ich euch, das ist dann richtig geil. Ich werde jetzt mal den Eigentümern vorrangig behandeln. Wir nehmen jetzt das Drachenmäulchen raus und nehmen die fette Beete rein, weil die haben dieselben Kosten. Nehmen auch die Unendnuss raus. Okay, wir lassen es einfach mal drin, weil ich schon weiß, was ich reinsetzen soll. Aber, ich habe da eine ganz gute Idee gerade. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Wenn wir die nämlich alles wieder zurücksetzen, mit Stachelkräutern, hin. Da die hin. Aber das Problem ist, da fehlt mir ein bisschen was gleich. Ja, da habe ich nicht so viel, gell? Verdammt. Okay, wir machen das jetzt erstmal so. Ich brauche auf jeden Fall Thymian. Mehr als genug.
Ich weiß auch nicht, ob die, wenn die über Stachelkraut holzt, ob die das auch einfach, ob die das auch verschwinden lässt, das ist die andere Frage, gell? So, da haben wir 5. Da nochmal. Das ist nämlich das Beste, was wir gerade fahren können. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, Leute, aber wir geben mal unser Bestes, ey. Ich bin mal gespannt jetzt. Boah, das ist ätzend. Das ist schon hart. So, macht die kaputt oder nicht? Weil da hätten wir nämlich schon mal die Anfangsstrategie, weil da würde die alte nämlich gleich weggehauen. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. Weil die ist nämlich das größte Problem momentan. Und da die anderen ja vorgeschädigt sind gleich, wenn die weg ist. Können wir den gleich setzen. Zack! So, und jetzt ist ein Thymian und zurück mit euch an den Start. Geh nicht über losen, ziehe keine 100 Euro. Das blödeste Eigentümer, der kauft ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch blöd. Jetzt sind natürlich unsere fetten Beeten weg, ne? Der Versuch war aber gut. Der Versuch war nicht schlecht. Also wir kommen der Rätselslösung immer näher, Freunde. Einen Versuch mache ich noch. Aber diesmal voll Carraro. Das muss schaffbar sein irgendwie. Und es ist schaffbar. So. Eigentümern war eine gute Idee, aber Eigentümern ist halt, was das angeht, blöd. Weil es so lange braucht, sich zu regenerieren. Die Fäuste Gottes werden uns leider auch nicht weiterhelfen hier. Dafür habe ich zu wenig. Duplinatoren kosten 300. Bei 2000 könnte man gerade mal nur 4 setzen, ey. Das ist schlecht, ist das. Ne, 5 könnten wir setzen, aber trotzdem. Da hätte ich nämlich gesagt, wir nehmen auch die Zuderholzer dazu. Die kann ich auch nicht nehmen. Okay. Das war eben gar nicht so verkehrt, was wir da gemacht haben. Weil es ist nichts an Zombies da, was die irgendwie, was dagegen schießen könnte, die platt zu machen. 2, 3, 4, 5. So, ich kann jetzt nur hoffen. Ich hab keinen Eigentümern, gell? Boah, mies, ey. Ich hab nur einmal kann ich den einsetzen, okay. Dann gehen wir aufs Ganze. Das ist zwar total schäbisch. Aber man sollte das Stachelkraut nicht unterschätzen. Jetzt waren wir hinten raus an Verteidigung. Leicht dezent. Verdammt, ey. Wenn die am Anfang nicht diesen dämischen Boost hätten. Von den Skateboard-Zombies da, von diesen komischen Happy Hippo Transgender, was weiß ich was, Zombies. Das ist halt richtig mies. So, das sieht schon mal gut aus. Ich bin mal gespannt, ob die Dinger auch platt machen. Ich
Ist aber schon geil, was man alles so platt kriegt, wenn man einfach nur ein paar Stachelsteine setzt. Stachelkräuter, schon lustig. Okay, bringt ja alles nichts, Leute. Das Ding hat sich erledigt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also noch bin ich total entspannt, was das angeht. Aber das Problem ist, es wird wieder so ein Level sein, wo wir wahrscheinlich Boosts nutzen müssen, ey. Wir sind leider nicht sehr viel weit gekommen diesmal in der Runde. Aber das ist natürlich auch jetzt ganz schön knackig. Also das ist gemein. Vor allen Dingen haben wir da fast nur solche Level, ey, die nächsten zwei Runden. Boah, das wird jetzt halt in Anspruch nehmen. Aber ich halte daran fest, ich werde keinen Monat brauchen. Ich hoffe, dass ich das gebacken kriege, weil so, ich bin zwar blöd, aber nicht so blöd. Okay, in diesem Sinne, Leute, ich bin euer KDR Supreme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, beziehungsweise einen Kommentar. Oben kommt ihr zum letzten Part, rechts kommt ihr zum nächsten Part, wenn er online ist. Ansonsten schaut mal im Kanal vorbei, in der Mitte könnt ihr abonnieren. Es gibt noch andere Sachen immer noch zu sehen. Und ich sag dir mal, ich werde mir mal Gedanken machen, wie wir das machen. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.